hast du den Weg soweit gut gefunden. Das freut mich. Dann heiße ich dich herzlich willkommen in dem Kurs. Schön, dass du dich dafür angemeldet hast. Mach es dir erstmal bequem. Heute ist erstmal so die Einführungsveranstaltung und ich werde dir ein wenig berichten, wie das Ganze hier bei mir ablaufen wird, was du zu tun hast, was du hierbei lernen sollst und was ich aber auch von dir einfach erwarte. Okay, wunderbar. Grundsätzlich brauchst du eigentlich nur zwei Dinge. Zwei. Erstens, du brauchst einen Stift. Zweitens, du brauchst einen College-Block, Zettel oder whatever. Hast du das dabei? Im Zweifelsfall nämlich habe ich beides natürlich für dich. Und ich hätte auch noch einen Stift für dich, wenn du möchtest. Ich lege dir die Sachen dann mal hin. Du kannst sie dir dann gleich nehmen, wenn du möchtest, okay? Wunderbar. Gut, das ist grundsätzlich das Einzige, was du hier brauchst. Mehr brauchst du nicht. Wobei, du brauchst vielleicht noch deine Anwesenheit, dass du hier oben anwesend bist, denn ich erwarte von dir, dass du mitdenkst. Ich würde mir vielleicht was zu trinken mitnehmen. Klar, Wasser, Fanta, Cola, was auch immer du halt möchtest. Dann kannst du halt zwischendurch was trinken. Tut dann auch mal ganz gut. Okay, gut. Pass auf, wie wird's ablaufen grundsätzlich? Ist nicht wirklich schwer. Wir verzichten hierbei komplett auf Tafeln, auf andere visuelle Dinge oder sonst was. Wir machen das nämlich so, dass wir ein Gespräch führen. Ich habe meine Notizen, die zeige ich dir gleich auch. Da gehe ich dann immer kurz durch, gucke so, okay. Und dann reden wir gemeinsam. Einfach nur ein Gespräch. Und dabei geben sich dann immer wieder Punkte, wo man dann halt selber merkt, alles klar, das ist so und so. Zum Beispiel, wir werden gleich anfangen damit, dass wir darüber reden, was allgemein so Selbstständigkeit bedeutet. Und wir werden auch mal über verschiedene Formen dessen sprechen. Und wir werden das ganz interaktiv machen. Wenn du möchtest, kannst du halt immer mitschreiben. Du kannst hier immer mal so einzelne Stichpunkte notieren. Ich werde aber auch, und das ist auch ganz klar, bei wichtigen Punkten, wo ich sage, das muss er danach wissen, immer sagen, notiert immer das und das. Okay. Aber sonst, wir machen hier kein, hey du, liest jetzt das hier ab oder ich trage einfach nur vor, sondern wir machen das interaktiv, okay? Wunderbar. So, ich habe hier meinen Ordner der Schande, nenne ich ihn einfach mal ganz frech. Sieht dann zum Beispiel der Plan aus des Stoffes, den wir durchgehen möchten. Das hier ist jetzt eine Seite. Da haben wir als Überschrift zum Beispiel Teil 2, Prozesse und Gelegenheiten. Dann kommt unternehmerischer Prozess, von der Gelegenheit zum Geschäftsidee, zum Modell, verschiedene Geschäftsideen, ist eine Innovation und so weiter. Und da kommen wir auch schon zum dritten Teil. So sieht dann der Plan aus grundsätzlich. Da kommen
kommen wir dann nochmal genauer ins Detail mit den richtigen Zetteln dafür. Wir haben insgesamt so 7 Kapitel, die wir durchgehen möchten. Wir werden dann in dem halben Jahr, der Kurs geht, das weißt du ja, werden wir fertig sein. Und so. Das Ding ist, am Ende wirst du dann einen kleinen mündlichen Test machen. Ja, kein Spaß. Es wird einen kleinen mündlichen Test geben. Der wird in Form einfach auch eines Gesprächs ablaufen. Allerdings nicht über das gerade Thema, was wir gerade hatten, sondern über alle. Über alle 7 Kapitel werden wir einfach uns so unterhalten. Und solltest du das bestehen, es gibt jetzt keine Note, es gibt nur ein Bestanden oder nicht Bestanden. Hast du bestanden, wovon ich ausgehe, dann bekommst du ein Zertifikat von mir, dass du eben Bescheid weißt über Gründungen, über Entrepreneurship an sich und dass du auch einen Plan hast davon, wie man sein eigenes Unternehmen gründen kann, beziehungsweise was es für verschiedene Formen gibt, Möglichkeiten, Ideen, Gelegenheiten, diese ganzen Begriffe, die relevant sind. Okay. Wunderbar. Pass auf, dann fangen wir einfach mal ganz simpel an. Und zwar möchte ich von dir wissen, was ist dein absoluter Traumberuf? Wenn du jetzt aus jedem Beruf dieser Welt wählen könntest, von A, Abfallmann, bis Z, bis, ich weiß nicht, Zahntechniker, von A bis Z, was könntest du dir als deinen Traumberuf aussuchen? Was wäre das? Überleg mal. Überleg einfach mal ganz entspannt. Ich guck mal eben schon mal wegen den Unterlagen für jetzt gleich. Hast du was? Weißt du? Okay, warte. Okay. Und was würdest du sagen? Okay. Finde ich interessant. Kann man ja sich grundsätzlich ja auch selbstständig machen mit, ja, ist ja logisch. Klar, es geht ja grundsätzlich alles. Okay, wie kommt es denn dazu, dass du genau das machen möchtest? Ja, die Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dass man da wirklich jede Menge Spaß dran hat. Ja, klar. Ja, ja. Okay. Ja, ich kann ja mal zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte schon längere Zeit, immer viele Jahre, über 2 Traumberufe. Der erste ist Fußballtrainer sein. Gut, ist nicht ganz so leicht. Und der zweite ist, mein eigener Boss zu sein, selbstständig zu sein. Und das gibt es ja auf viele Weisen. Seien wir mal ehrlich, wir können das ja in jeglicher Form irgendwo gestalten. Was kennst du so? Man kann Produkte gestalten, ne? Logisch. Kennst du ja. Was gibt's denn noch? Dienstleistungen. Dienstleistungen gibt's auch noch. Heißt Produkte. Da haben wir physisch was in der Hand. Ich nehme mal diese Red Bull Dose. Da haben wir physisch ein Produkt der Marke Red Bull. Ist ganz einfach, simpel. Okay, wie gesagt, das sind so
Das war so meine Traumberufe und du hast eben, ja, okay, finde ich cool. Und im ganz im Ernst, wenn du da auch wirklich Bock hast, dann arbeite da dran, mach das wirklich. Egal, was dein Traum ist, go for it. Kann ich dir nur empfehlen. Okay, aber dann sind wir ja jetzt schon beim Punkt selbstständig, den wir ja schon hier jetzt wirklich im Modul wollen. Und da möchte ich natürlich mit dir über das Wort Selbstständigkeit ein wenig reden. Und ich bitte dich jetzt einfach einmal, dir das Wort Selbstständigkeit einfach mal zu notieren. Tu das mal. Okay. Und jetzt überlege ich mal, Selbstständigkeit kann man ja in zwei Teile aufteilen, oder? Genau. Selbst und Ständigkeit. Beziehungsweise es wird mehr Sinn machen, wenn man sagt selbst und ständig. Mal das Kite vergessen jetzt, das ist ja unwichtig. Wir müssen uns jetzt wirklich mal am Anfang dieses Moduls rein überlegen, was bedeutet das? Selbstständig. Nun, selbst bedeutet ja, ich muss das selbst machen. Ist ja in gewisser Hinsicht auch logisch. Schließlich ist es mein eigenes Unternehmen, beziehungsweise meine eigene Idee, mein eigenes Produkt, meine eigene Dienstleistung, mein eigenes Geschäft, was ich da starte. Dass ich mich das selber machen muss, ist dann irgendwo logisch. Wir haben dort eben keinen Boss, keinen Chef, keinen Vorgesetzten, keine Ahnung was, keine Kollegen potenziell auch am Anfang, die dir irgendwie in eine Art reinreden. Du musst das selber machen, selber. Es gibt keinen, der dich motiviert. Du musst das selber für dich entscheiden, wann und wo und wie viel du machst. Da kommen wir, wo wir bei dem Zeitthema sind, ja auch zum zweiten Punkt. Ständig bedeutet, genau, immer wieder, ja. Ich meine, was schätzt du, wie viel arbeitet so ein Selbstständiger, vor allen Dingen in einem Startup? Startup heißt, du bist in den ersten 3 Jahren deiner Unternehmensgründung. Wie viel arbeitet so ein Startup-Gründer wirklich in der Woche? Ungefähr, wie viele Stunden? Okay, das schätzt du. Nun ist es so, dass ein Mitarbeiter ja in einem normalen Job, also Arbeitnehmer, 35, 40 Stunden die Woche arbeitet. Das ist so ein guter Durchschnitt. Kommt dann drauf an, ob Vollzeit, Teilzeit, 450 Euro Kraft oder whatever. Und ein Start-up-Gründer ist im Durchschnitt tatsächlich 60 bis sogar 80 Stunden die Woche dran. Es gibt sogar einen Peak noch bis hoch nach 100 Stunden die Woche. Warum? Selbstständig, selber und ständig. Ein ganz elementarer Begriff, den wir in vielen verschiedenen Facetten ja benutzen. Ich habe das mir selbstständig beigebracht. Ich bin selbstständig auf die Idee gekommen. Aber in dem Moment, wo wir von der Selbstständigkeit reden, als ein Begriff für ein eigenes Unternehmen, müssen wir das Ganze mal ganz genau hinterfragen. Ich meine, du benutzt das, wahrscheinlich benutzt du es auch das Wort, oder? Ich habe mir selbstständig irgendwas beigebracht. Oder? Wahrscheinlich, oder? Ja. Und das ist was ganz Normales. Aber man muss eben sehen, man ist alleine dafür zuständig. Okay, aber jetzt mal noch ein weiterer Punkt. Also Punkt 1, klar. Ich würde das mal aufschreiben, bitte, ja. Punkt 1. Man ist selber dafür verantwortlich, beziehungsweise schreib so auf, man hat keinen Chef. Man hat keinen Chef. Okay. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, man ist zeitlich frei. Oder sag's, schreiben wir es so, zeitlich variabel. Es klingt besser. Zeitlich variabel. Ich sagte direkt, in der heutigen
Stunde, beziehungsweise wir werden weniger machen. Wir machen heute recht kurz, weil ich möchte hier einfach nur so ein bisschen in die Materie so eindringen und beim nächsten Mal wird es dann mehr geben, okay? Cool. Also, ganz, ganz wichtig, ja? Du hast keinen Chef. Du bist zeitlich variabel. Du musst dich aber auch selber motivieren. Denn das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den man da eben aus diesen beiden zusammenbilden kann. Aus, du hast keinen Chef, du bist zeitlich variabel, heißt auch, du musst dich komplett alleine motivieren, etwas zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Das nennt sich intrinsische Motivation. Du musst wirklich von alleine rauskommen. Aufschreiben. Ganz wichtig, wirklich. Weil daran sind schon viele, 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 viele Gründer gescheitert, die gesagt haben, mache ich morgen, ich fange morgen an, ist kein Thema. Okay, aber morgen fängst du wahrscheinlich auch nicht an. Und übermorgen, ach komm, heute ist schlechtes Wetter, dann habe ich keinen Bock, dann bin ich demotiviert. Okay, und so schleppt sich das und irgendwann hat man auch keine Ressourcen mehr, um das Ganze überhaupt voranzubringen. Verstehst du? Okay. Ich merke tatsächlich, dass wir heute wahrscheinlich gar nicht zu den Rechtsformen kommen, die ich wollte. Wir werden das wahrscheinlich nächste Woche machen, weil wir haben noch ein bisschen. Und das ist aber relevant. Wir müssen wirklich in dieses Thema kommen, denn das wird in der Schule nicht beigebracht. Das ist das große Problem. In der Schule, kurzer Exkurs, in der Schule hast du immer nur, wie werde ich ein guter Arbeitnehmer? Heißt, wie komme ich in einen 9-to-5-Job rein? Also morgens früh aufstehen, zur Arbeit, nach Hause, kochen, vor den Fernseher, schlafen, aufstehen, arbeiten, nach Hause, essen, Fernseher, schlafen und so weiter. Das haben wir hier komplett ganz anders. Denn hier hast du keinen Druck zu sagen, ich muss das genau jetzt anfangen. Du kannst theoretisch sagen, pass auf, ich fange nicht um 9 Uhr an, sondern erst um 10 Uhr. Mach dafür aber zum Beispiel nicht bis 17 Uhr, sondern bis 18 Uhr. Du hast aber auch den Punkt, dass du es 24/7 hier oben hast. Denn, was glaubst du, ist der große Unterschied zwischen einem, ja, einem normalen Vollzeitjob und einer Selbstständigkeit für dein Gehirn? Was glaubst du, was ist da der ganz, ganz große Unterschied? Überleg mal kurz. Ich pack die Unterlagen mal wieder weg, die wir jetzt brauchen, nicht brauchen mehr. Hier, ne? Damit werden wir dann wirklich viel machen, das kann ich dir schon mal versprechen. Den Ordner werden wir ja zum großen Teil durchgearbeitet haben. So, was glaubst du, was ist der große Unterschied? Und der Unterschied dazu ist dann. Okay. Ja, im Grunde genommen schon gar nicht schlecht, tatsächlich, auf jeden Fall. Der Punkt ist der, du hast bei deinem Arbeitnehmerverhältnis, hast du einen Vollzeitjob und hast deine Aufgaben. Das kann jetzt alles Mögliche sein, deswegen will ich kein Beispiel nennen, das kann ja alles sein. Wenn aber vorbei ist, dann ist vorbei. Dann geht hier oben, Arbeitszeit ist zu Ende, dann geht die Arbeit in gewisser Hinsicht aus deinem Kopf raus. Du hast Feierabend. Du kannst dich jetzt auf andere Dinge konzentrieren, auf Freizeit, auf Einkaufen, auf egal was. Du hast aber einfach frei. Und das ist schön, wenn man das so hat. Natürlich, weil du hast dann Ruhe. Du hast eine innere Entspannung in dir. Du weißt zwar, du musst morgen wieder, aber du hast jetzt in dem Moment Ruhe, weil egal was du jetzt machen würdest, du hast keinen Mehrwert davon. Okay? Das ändert sich mit der Selbstständigkeit, denn jetzt gehen wir auf die andere Seite und sagen uns,
Okay, pass auf. Ich kann ja weitermachen. Wir haben zwar jetzt schon 10 nach 5 und ich hätte eigentlich Feierabend, aber wenn ich jetzt weitermache, dann kommt mein Unternehmen ja voran. Und dann muss ich vielleicht weniger morgen machen oder ich habe allgemein schneller mein Ziel erreicht. Und das ist der große Punkt. Denn selbst wenn du dir sagst, okay, pass auf, um 17 Uhr, 17:30, 18 Uhr, was auch immer, habe ich Feierabend. Hier oben bleibt das Thema präsent, denn es ist dein Baby, es ist deine Idee, dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Unternehmen, was da gerade beschäftigt ist. Und du könntest, wenn du deine Freizeit opferst, weitermachen und das Unternehmen weiter voranbringen und weiter, weiter, weiterkommen. Nicht wie beim Arbeitnehmer, wo du sagst, okay, jetzt kann ich sowieso nichts mehr machen und ich bleibe hier. Ja, wenn ich um 17 Uhr Feierabend mache auf diesem Level, dann würde auch um 18, 19 Uhr das Level nicht höher steigen. Du würdest dabei bleiben. Es ist vorbei. Denn du würdest kein weiteres Gehalt bekommen. Du würdest vielleicht für das Unternehmen mehr Wert schaffen, natürlich. Aber wir reden ja von dir. Du würdest dein Monatsgehalt um 17 Uhr bekommen und um 18, 19 Uhr bekommst du es immer noch. Verstehst du? Denn der Arbeitgeber sagt ja nicht, ey, ich finde das super, dass du einfach mehr arbeitest. Komm hier, kriegst ein Fuffi dazu. Gibt es nicht. Ist eher unwahrscheinlich. Klar, gibt es bei manchen Unternehmen Überstunden bezahlt, aber ist wohl eher die Seltenheit. Und auch hier bist du halt komplett reglementiert, das ist halt so eine Sache. Anders ist das bei den Unternehmen. Du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen, oder? Hier stehen wir, wenn wir um 18 Uhr enden. Machen wir jetzt aber nur 2 Stunden weiter bis 20 Uhr, stehen wir vielleicht hier. Das sieht nicht nach viel aus, ist aber eine signifikante Steigerung. Dadurch, dass du nur 2 Stunden weitergearbeitet hast und zum Beispiel einfach mal auf das heutige Fußballspiel, was irgendwo in Spanien, Deutschland, England, Italien, Frankreich lief, einfach mal darauf verzichtet hast. Da genau ist der Punkt. Und da besteht dieses Wort ständig raus. Ständig. Du kannst 24/7 daran arbeiten. Immer. Gleichzeitig hast du es 24/7 hier oben, weil es ist dein Ding und du hast jederzeit die Möglichkeit daran was zu tun. Und wenn du daran was tust, dann kommst du voran. Und genau das ist auch eine Gefahr. Schreib dir erstmal bitte auf. Ständig gleich 24/7 Arbeitsmöglichkeit. Okay. Wunderbar. Das ist ein elementarer Punkt, bei dem leider schon viele auch dran zerbrochen sind. Deswegen muss man sich in gewisser Hinsicht auch Grenzen setzen. Denn setzt man sich keine Grenzen, dann arbeitet man, arbeitet man, arbeitet man, arbeitet man. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt auch gut. Ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, okay, pass auf, das ist ein neues Unternehmen, das ist mein Ding. Ich arbeite jetzt nicht 40 Stunden die Woche, sondern 80. Bin ich fein mit. Auch mal 100, auch okay. Haben viele schon gemacht. Ich meine, mir persönlich passiert es auch regelmäßig, dass ich deutlich mehr arbeite. Also, ja, ist ja logisch. Das machen Studenten auch mal gerne, wenn man sagt ja immer, die sind faul, aber vor Klausuren, da haben wir gerne mal eine 100-Stunden-Woche. Da heißt es morgens früh hinsetzen, wumm lernen, aus 0 Uhr, dann trinke ich mir noch einen Kaffee und lerne noch weiter. Und dann kommt man eben auch mal nur auf 6 Stunden Schlaf. Aber wenn man das über viele, viele Jahre hinweg durchzieht, dann muss man auf seine Gesundheit aufpassen. Es kann so einfach sein, das zu verbessern. Sport ist eine super Variante. Ich bin der Meinung, macht man regelmäßig Sport, dann ist man einfach ein wenig auch ruhiger, belastungsfähiger. Ja, genau. Einfach besser. Verstehe ich. Verstehst du? Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen muss man da immer schauen,
dass man wirklich den gesunden Mittelweg findet zwischen ständiger Arbeit, dieses 24/7 Möglichkeit zu besitzen, sein Einkommen zu verbessern und eben auch einem gesunden Lebensstil, Freizeit und auch einfach das Leben genießen, denn das ist ein Punkt. Wir haben nur das eine, wir müssen auf unseren Körper achten, denn wenn der verschleißt, wenn der kaputt geht, gewisse Teile können wir ersetzen, ja. Ich meine, verbrechen wir uns einen Finger, dann wird der wieder eingerenkt oder er wächst wieder zusammen, okay. Aber neues Herz, neue Lunge, neue Leber, neue Niere kann man auch bekommen, ja. Ist aber alles nicht so schön und man weiß nie, ob das alles funktioniert und deswegen darauf achten. Bei aller Liebe zum Entrepreneurship, Selbstständigkeit, Unternehmen gründen, das ist super, super wichtig. Und das muss man einfach beachten. Okay. Gut. Dem reden wir noch zum Schluss über das Thema Geld. Denn das ist natürlich eine Sache, die viele Leute auch in Richtung Unternehmensgründung zieht. Die Gedankenfindung, unbegrenztes Geld erlangen zu können. Ich meine, ich habe mal einen Bericht gelesen, der sagt, dass hätte man seit Jesus Geburt jeden Tag $180.000 verdient, dann hätte man jetzt immer noch weniger als Jeff Bezos, Gründer von Amazon, jetzt an Vermögen besitzt. Stell dir das einfach mal vor, jeden Tag seit Christus Geburt 180.000 jeden Tag. Und wir hätten immer noch weniger, als er jetzt hat. Ein eigenes Unternehmen bietet einem die Chance, das zu verwirklichen. Ja, es ist so. Schafft es jeder? Nein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht jeder Gründer wird dann zum Milliardär. Wir haben doch so viele kleine mittelständische Unternehmen, KMU genannt. Natürlich. Die verdienen gut. Die Gründer verdienen auch ihr Geld und die werden auch nicht am Hungertoden leiden. Sind die deswegen Milliardäre? Nö, natürlich nicht. Ist logisch, oder? Und das ist für mich ganz wichtig, dass man nicht erwartet, dass nach 2-3 Jahren direkt so ein dickes Konto da ist. Wo dann die Zahl direkt mal so lang sein muss. Ein weit verbreiteter Fehler. Denn in der Regel heißt es in den ersten 3, 4, 5 Jahren eines neuen Unternehmens, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Scheiße fressen. Es ist so. Es ist wirklich die Wahrheit. Du hast ein neues Unternehmen, du hast ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, du hast eine flache Hierarchie, was natürlich schön für dich ist. Du hast aber ganz andere Kosten als etablierte Unternehmen. Ich überlege gerade mir ein Beispiel. Nehmen wir an, du möchtest Fußballschuhe produzieren, okay? Kennst du dich damit ein? Dann nenn mir einfach nur mal 3 bekannte Namen. Marken, also ne? Marken von Fußballschuhen. Ja, ich hätte jetzt wirklich gesagt Nike, Adidas, Puma als Beispiel. Einfach nur, ist ja komplett egal welche, ne? So. Wir haben jetzt diese 3 Unternehmen. Diese 3 Unternehmen sind gigantische Player am Businessmarkt. So, was haben die? Die haben Erfahrung. Die haben den Namen. Die haben die aufgebaute Marke. Die haben bereits die Kenntnisse, wie man ein Produkt günstig herstellt. Die haben Kontakte und. Und du als neuer Produzent, dich kennt keiner. Du hast noch wenig Erfahrung am Markt. Du hast eine Marktstudie wahrscheinlich dann gemacht durch deinen Businessplan. Da kommen wir dann noch zu, by the way. Businessplan, ganz wichtige Sache, wobei heutzutage immer weniger Bedeutung. Genau. Du hast also mit dem Markt dich schon ein wenig auseinandergesetzt. Okay. Hast du Kontakte? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Hast du großartige Erfahrung, wie man jetzt den Schuh in Masse produziert? Wahrscheinlich eher weniger. Und dich kennt keine Sau.
Du hast nicht diese Marke wie Nike, Adidas, Puma. Du hast nicht diesen Namen. Du hast nicht diese Vertriebswege durch, egal, Promis, durch Spieler wie Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé oder Neymar oder Lewandowski oder whatever, die deine Schuhe tragen, wo dann die Fans gucken. Die Schuhe will ich haben. Hast du nicht. Kannst du dir aber aufbauen. Doch dafür braucht es Zeit. Und zwar ganz, ganz viel Zeit. Und da braucht es mehrere Jahre. Und wenn du denkst, dass du nach 2 Monaten dann den großen Gewinn machen wirst, sorry, aber dann liegst du falsch. Wenn du in den ersten 3 Jahren irgendwann deinen Break-Even-Point erreichst, das bedeutet, keinen Verlust mehr machst, sondern Gewinn machst, dann bist du gut. Dann bist du wirklich gut. Denn das ist ein Standard, in den ersten 3 bis 5 Jahren irgendwo dort deinen Punkt zu erreichen, an dem du keinen Verlust mehr machst, sondern einen Gewinn mehr machst. Habe ich dich jetzt abgeschreckt? Mich würde es nicht wundern, weil das ist für viele schockierend. Und es ist aber so. Es ist die Wahrheit. Du musst am Anfang Scheiße fressen. Vor allen Dingen, wenn du ein Produkt anbietest, natürlich noch ein Stück mehr. Bietest du eine Dienstleistung an, wie zum Beispiel Nachhilfe. Oder du bietest wie hier Privatschulunterricht an, dann hält sich das zurück, natürlich, weil du hast weniger Ausgaben. Du hast Ausgaben, klar, du musst Werbung schalten, du brauchst ein Gebäude, du brauchst alles Mögliche, aber du hast kein Problem damit, zum Beispiel eben die Produktion runterzufahren vom Preis, denn das fällt dir weg. So komme ich schneller auf meinen Punkt, wo ich Gewinn mache, als zum Beispiel das Unternehmen, was Fußballschuhe produzieren möchte. Das ist aber von Fall zu Fall anders und da musst du wirklich auch in deiner Analyse, in deinem Businessplan dann auch genau drauf eingehen und schauen. Zahlen, die wirklich realistisch sind, Kosten und so weiter. Wann mache ich wirklich Gewinn? Denn wenn du dir irgendwann mal Investoren suchen würdest, dann ist das ganz relevant für die, dass das auch wirklich realistisch ist. Dass man sagt, da ist jemand, der hat Ahnung davon. Weil wenn das so rüberkommt, als wenn du das alles komplett überschätzt oder unterschätzt, dann ist es auch nicht schön. Und dann sagt ein Investor eher, das Produkt gefällt mir vielleicht, aber okay, ich nehme dazu Abstand. Okay, so habe ich noch was anderes. Ich glaube tatsächlich nicht. Jetzt haben wir so das Grundkonstrukt, ja. Wir haben jetzt erstmal den Punkt, was du überhaupt wirklich beruflich machen möchtest, dass man da theoretisch auch ein Business draus machen kann. Das Wort selbstständig, dass es eine ganz tiefergehende Bedeutung in dem Fall hat, haben wir jetzt auch mal so ein bisschen erläutert, und was so die Grundlagen dessen sind. Hast du dir ein bisschen was mitgeschrieben, auch nicht nur das, was ich gesagt habe? Okay, das, was ich gesagt habe, ist das Wichtigste. Das musst du wissen. Der Rest, merk sie so ein bisschen, schreib dir ein bisschen was dazu auf. Wenn du gleich nach Hause gehst, dann notier dir nochmal so ein bisschen deine Gedanken dazu. Wenn du Fragen hast, dann notier dir die. Wir reden dann nächste Woche darüber. Wenn du irgendwelche Anregungen hast, sag mir das. Heute habe ich noch recht viel vorgetragen, wie du siehst. Das wird sich ändern, denn dann kommen dann andere Themen, die ein wenig interaktiver sein können. Das ist einfach so jetzt am Anfang. Da muss man irgendwie die Einführung finden und das ist ganz wichtig. Okay. Gut, was hat man noch? Ja, wir haben dann wirklich die Punkte gesagt, die dann relevant sind. Also finanziell, zeitlich, eigener Chef und so weiter. Und dann würde ich sagen, fangen wir nächste Woche auch an. Wir werden anfangen, ich habe mir das so überlegt, ursprünglich habe ich es früher immer so gemacht, dass ich gerne mal ein paar Beispielunternehmer gezeigt habe. Die werden wir dann nächstes Mal ganz, ganz kurz durchgehen. Also wir werden uns Schumpeter angucken, Josef Alois Schumpeter zum Beispiel. Wir werden uns Kirzner angucken und so weiter. Das sind so Namen, die sollte man einfach mal gehört haben. Da werden wir aber nicht viel zu machen, denn wir werden uns dann sehr, sehr schnell die Grundpunkte eines Unternehmers angucken. Das bedeutet, ich kann dir da mal spoilern, du hast
eigene Motivation, selbstständig zu sein. Du hast eine Idee, du hast eine Gelegenheit erkannt und du hast auch einfach die Möglichkeit, Produktionsfaktoren zusammenzufügen zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung oder whatever. Okay. Und so bauen wir uns dann auf. Wir bauen uns dann auf über die Unternehmensgelegenheit, die Idee, also dass die Idee zu einer Gelegenheit, du hast ja eine Gelegenheit erkannt und hast dazu die Idee und das führst du weiter und du nutzt diese Möglichkeit, diese Chance, diesen Punkt, der dir da aufgefallen ist. Und da gehen wir immer weiter, dass wir dann einen Businessplan erstellen, dass wir dann schauen, welche Rechtsform du nutzt, dass wir dann schauen, okay, Marketing, Organisation, Personal, Finanzen, Vertrieb, alles ganz, ganz wichtige Punkte, die wir nach und nach durchgehen werden hier in dem Fach. Am Ende des Tages möchte ich, dass du, wenn du dich irgendwann mal selbstständig machen möchtest, wenn du danach hier noch Lust hast darauf, dass du auf der einen Seite schon mal eine Grundlage hast. Du wirst hier nicht der perfekte Gründer sein. Das ist niemand gewesen und wird auch nie jemand sein. Aber du hast ein Fundament, was viele Schüler nicht besitzen, weil es in der Schule eben nur um Arbeitnehmer geht, nicht wie man Arbeitgeber wird. Okay, das ist mein Ziel und ich hoffe, dass du dann fleißig mitmachst und dass es auch ganz ein wenig spaßig ist. Es ist natürlich viel Wissen, was da auf dich einprasseln wird, was ja auch heute schon in gewisser Hinsicht so war, aber es ist super interessant und macht unfassbar viel Spaß. Und wenn man die Zusammenhänge irgendwann kapiert, dann wirst du das rocken, okay? Wunderbar. Dann würde ich sagen, bist du für heute aber auch entlassen. Ja, ich weiß, hey, Kamelle. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Alles klar.